Es war ganz schön knapp. Beinahe hätte der Weltmeister beim Länderspiel in Dänemark seine erste Niederlage seit 11 Monaten kassiert. Doch kurz vor Schluss traf Joshua Kimmich per sehenswertem Fallrückzieher zum verdienten 1:1. Ein Kunststück, das dem Münchner zuletzt vor vielen Jahren gelang. Das war in der E-Jugend, glaube ich. Und ja, seitdem nicht mehr so oft. Heute ist er zum Glück reingegangen. Und von dem her bin ich ganz glücklich darüber. Das für den anstehenden Confed Cup neu formierte Team zeigte eine ordentliche Vorstellung, zumal nach nur einer gemeinsamen Trainingseinheit. Gleich 6 Neulinge, darunter Torwart Kevin Trapp sowie die Mittelfeldspieler Lars Stindl und Armin Jones, feierten in Kopenhagen ihr Debüt im DFB-Trikot. War schön, ich habe 29 Jahre darauf gewartet und freue mich, dass es heute geklappt hat. War ein schönes Gefühl, war nicht ganz einfach, nach einem Tag, nach einer Trainingseinheit zusammenzufinden, aber hat Spaß gemacht. Ja, war natürlich eine besondere Erfahrung, hat mich sehr gefreut, dann auch gleich von Beginn an spielen zu dürfen. Klar, hätten wir das Spiel gern gewonnen haben. Ich bin natürlich stolz und bin froh, dass das Trainerteam mir das Vertrauen gegeben hat. Ja, ist ja kein Geheimnis, es ist immer so, dass es auch eine gewisse Ehre ist, mit dem Trikot auflaufen zu dürfen, für Deutschland spielen zu dürfen. Und das war auch bei mir heute so. Vor dem Start des Confed Cups am 17. Juni in Russland trifft der Weltmeister am Samstag noch in der WM-Qualifikation in Nürnberg auf San Marino. Gegen den Fußballzwerg wollen die neuen Nationalspieler an die gute Leistung gegen Dänemark anknüpfen.